Hallo, Flavio Simonetti hier. Dieses Video ist für Personen, die Schwierigkeiten haben zuzunehmen, aber auch Schwierigkeiten haben abzunehmen. Denn beide Personen machen öfters einen Fehler und zwar nehmen sie früh zu spät ihre Mahlzeit ein. Als Richtlinie empfehle ich dir, 30 Minuten nach dem Aufstehen eine Mahlzeit einzunehmen und darauf zu achten, dass diese wirklich nährstoffreich ist. Und ich bin ein großer Fan von Haferflocken und habe diese auch früher regelmäßig in mein Training integriert und damit gute Ergebnisse erzielt. Der Nachteil war nur, ich hatte oft nicht die Zeit, bin zu spät aufgestanden, vielleicht kennst du das, und dann gehst du mit leerem Magen zur Arbeit oder in die Schule und so weiter. Und dann, während du dort bist, merkst du, du hast einen Riesenhunger, aber es gibt weit und breit nichts, was für deine Ernährung top wäre. Das gleiche Problem hatte ich auch und habe alles Mögliche probiert, diese Haferflocken in eine perfekte Form zu kriegen. Das heißt, ich habe die Haferflocken genommen, in einen Mixer, das Pulver genommen und in Wasser eingerührt. Habe gemerkt, okay, das ist nicht das Beste, es kratzt ziemlich im Hals. Danach war ich etwas schlauer, habe gemerkt, Wasser und die Haferflocken in einen Mixer und dann getrunken. Aber das Ergebnis war zwar etwas besser, aber genauso kratzend im Hals. Dann dachte ich mir, okay, das liegt daran, dass man die Haferflocken etwas weicher machen muss. Habe die Haferflocken in Wasser eine ganze Nacht stehen lassen. Nächsten Tag stehe ich auf, freue mich auf meine Haferflocken und die Haferflocken sind richtig schön weich. Das Eklige war nur, es war wie ein Schleim und hat auch genauso geschmeckt und ich hatte eigentlich gar keine Lust, die Haferflocken zu essen. Und als ich dann schon fast aufgeben wollte und eigentlich schon mit Hammer auf den Haferflocken draufhauen wollte, um die dann optimal zu essen, habe ich mir gedacht, ich frage einfach meinen Kumpel, der ist immer sehr kreativ mit seinen Ideen, vielleicht hat er ja eine gute Möglichkeit. Und nachdem ich ihn gefragt habe, sagt er einfach, geh doch mal in den Supermarkt und schau nach Instant-Haferflocken. Und die habe ich ausprobiert und will jetzt mal den direkten Vergleich zu normalen Haferflocken zeigen. Und zwar nimmst du hier 2 Löffel Haferflocken, etwas Wasser dazu und die Haferflocken, die gehen einfach am Boden. Ist einfach eine Pampe und es ist schwer runterzukriegen. Wenn man einen Zeitmangel hat, ist es wichtig, dass man ordentlich Kalorien früh aufnehmen kann, ohne größere Probleme zu haben. Und deswegen will ich dir jetzt mal zeigen, welchen Vorteil Instant-Haferflocken haben. Und zwar habe ich hier die Haferflocken. Ich nehme wieder 2 Löffel. Die Haferflocken hier sind etwas leichter und auch etwas teurer, aber dadurch hat man einen großen Vorteil. Ich nehme etwas Wasser dazu. Ich hoffe, du kannst es gut sehen. Dann rühre ich 2-3 Mal rum. Und dann ist es zu einem Brei geworden. Das heißt, du kannst es in flüssiger Form schön zu dir nehmen. Wenn du also Schwierigkeiten hast, ein Frühstück zu gestalten, sind die Instant-Haferflocken eine echt gute Alternative. Ich trinke sie gerne mit Orangensaft und dazu etwas Proteinpulver. Oder wenn du sagst, ich will es etwas milchiger frühs, dann kannst du es mit Milch nehmen, die Instant-Haferflocken und auch etwas Proteinpulver. So hast du einen optimalen Start. Und das Gute, du kannst sie schnell runtertrinken. Wenn du nur 5 Minuten Zeit hast, tust du kurz ein paar Instant-Haferflocken ins Wasser, in die Milch oder in den Orangensaft rein, etwas Proteinpulver, etwas umrühren und schon hast du deinen Shake, den du frühs trinken kannst. Und so kannst du automatisch sehr viel mehr Kalorien über den Tag zu dir nehmen, auch als Zwischenmahlzeit, wenn du sagst, ich habe eigentlich gar keine Zeit, groß was zu essen und auch keine Lust, ständig den Shaker zu bewegen, nimmst du einfach etwas Wasser, etwas Milch oder etwas Orangensaft, tust 2, 3, 4, 5 Löffel an Instant-Haferflocken rein, drehst 3, 4 Mal den Löffel und schon kannst du die Instant-Haferflocken aufnehmen. Ich finde, es ist eine gute Alternative, ist natürlich jetzt nicht günstig. So eine Packung, 250 Gramm, kostet ungefähr 1,50 Euro bis 2,50 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Aber damit kannst du deinen Muskelaufbau oder auch deinen Fettabbau beschleunigen, wenn du mehr Mahlzeiten in deine Ernährung integrierst. Ich hoffe, dir jetzt mit diesem Tipp etwas geholfen zu haben. Wenn du mehr Muskelaufbautipps oder Abnehmtipps haben willst, dann kannst du auf meinen Muskelaufbau natural-bodybuilder.de gehen. Dort hast du einen Kurs, wo du regelmäßig neue Tipps bekommst, zum Beispiel, welche Übungen sind besonders effektiv für den Muskelaufbau oder
was kannst du tun, um deinen Muskelaufbau mit speziellen Nahrungsmitteln noch zu verbessern. Oder du kannst zur Community gehen, facebook.com/flavioni. Dort sind über 11.000 Personen, die sich gegenseitig Fragen beantworten. Leute, die erfahrener sind, helfen Leuten, die unerfahrener sind. Und so kannst du auch deine Muskelaufbauergebnisse beschleunigen. Meine Erfahrung war, je früher man zu Leuten geht, die Erfahrung hat, desto schnellere Ergebnisse erzielt man auch. Und deswegen, ja, wäre es schön, wenn ich dich dort treffen würde. Ich hoffe, dir mit diesem Video geholfen zu haben und wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.